Dann mal los, jetzt hier im neuen Teil. Im neuen Part. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Okay. Aber wir haben jetzt hier gerade was aufgehoben. 100 hören? Nein. Was ist das? Engel. Welche Elfe mache ich jetzt? Also, okay. Gut. Dann mal weiter hier. Oh, ein Big Boss. Die Flüchte will ich haben. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Okay, mach ich. Mach ich. Tu ich gerne. 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Ein Helm. Den Helm haben wir auch schon. Jetzt bestimmt noch die Beine oder so. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Die Waffen. Okay, haben wir auch. Okay, das haben wir schon mal. Und jetzt? In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich hoffe mal, dass ich gleich die Little Sister spielen darf. Oder Big Sister. Ich überlebe. Koste es, was es wolle. Genau wie du. Meine neuen Sisters haben dir vertraut. Aber du hast dir genommen, was du brauchtest und hast sie dann weggeworfen. Und ich habe jedes Mal gespürt. Es war nichts Persönliches. Es war eben das Gesetz der Natur. Ja, dann gehen wir denn mal. Hier, hast du den Anzug. Jetzt geht die bestimmt ab. Und so ist das, was ich jetzt tun werde. Vollkommen natürlich. Oh nein. Oh, das ist viel besser. So, jetzt. Komm, da kommt sie. Jetzt hilft ihr mir. Diese Anzüge haben mich immer an dich erinnert, Vater. Die Haut eines geborenen Kämpfers. Und jetzt bin ich bereit, an deiner Seite zu kämpfen. Mutter hat keine Chance. Da hat man ja eine nette Tochter. Wieder vereint. Nimm dieses Plasmid. Damit kann... Ah, das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Rufe Eleanor in ihrem Big Sister Form, damit sie dir im Kampf zur Seite steht. Kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen? Das freut mich doch. Na schön. Bitte. Ah, das war so schlecht. Bitte, bitte, bitte. Ja, lasst mich doch mal hier vorbei. Ey, stirb. Gott.
So schon mal gar nicht. Scheiße. Soll das dein Ernst sein? Mein Gott. Ah, ist die. Der ist tot, ne? Subject Delta. Ich weiß, du kannst mich hören. Einmal kurz hier kaufen. So. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Ja, so ist das Leben. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Mein Gott, was ist hier los? Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Also. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Sinclair. Sinclair, dann suchen wir den mal. Und hier lang. Im Inneren von, weiß ich nicht. Lalalala, zum Fortfahren. So, da bist du ja wieder. Nach oben, Vater! Schnell! Hey, so schnell bin ich nicht. Ich kann nicht rennen, das ist unfair. Da lang. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Nein. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Oh nein. Das wäre voll uncool, finde ich. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Ja, du bist weg. Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Alles klar, mach ich. Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Boom, boom. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Raptures wird gemeinsam fallen. Ja. Ah, wir sind down. Gib mal her, da die Schrotflinte hinter. Kann ich nicht. Eine Million Stiche! Scheiße! Oh. So, was gibt's denn hier noch? Gesundheitsupdate? Ja, immer her damit. Das Mister freu nicht. Abfackeln. Flammen. Oh. Explosives Feuer aus dem Handgelenk. Ideal, um Gegner mit einem Flammenstoß umzupusten. Fette Sache. Ich habe ja noch vier. Mach ich hier noch? Ja, Telekinese können wir schon. Ich würde das machen. Da rein. Guck mal, das mache ich hier kurz an. Frieren Sie Ihre Gegner ein und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke. Okay, und das auf 2. Ja, können wir uns auf 3 einfach angucken. Wenn schon, denn schon. Frieren Sie Ihre Gegner blitzschnell ein. Zur Verwendung, um einen verheerenden Eissturm auf den Gegner loszulassen. Oh. Alles klar. Alles sehr cool. Hier ist irgendwie so ein Alarmteil.
Meisterhacker. Ja, so bin ich, ja, ich bin halt. Also die Tür ist aufgegangen. Alles klar. WTF, WTF, WTF. Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Wir müssen ja, glaube ich, mal so langsam ein Stückchen schneller machen. So. Starte Aufnahmesequenz. Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Das glaube ich weniger. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Junge, Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben rauszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Mach doch nix. Verdammte Scheiße! Stirb! Einfach sterben! Da oben ist irgendwo was. So, jetzt hat den kaputt. So. Sagen wir uns das nochmal an hier. Hier unten herrscht tiefste Verzweiflung. Wir sind völlig von der Außenwelt isoliert, hängen über einem Abgrund, ohne Hoffnung jemals freizukommen. Und was wirft man uns vor? Ist in Ryans großartigem Rapture kein Platz für abweichende Meinungen? Ich hoffe, dieser ganze Laden hier fliegt ihm irgendwann um die Ohren. Ich bin voll besoffen. Mir wird schwindelig, Freunde. Was geht ab? So, so, so. Dann mal weiter. Eleanor, ich weiß, du kannst mich hören. Ich bin jetzt in Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen, du schon? Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Nee, meinen wir nicht. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Du sprichst mich als Kind an, Mutter. Ein gerissener Schachzug. Sie hofft immer noch, dass ich es akzeptieren werde, unter ihrer Fürsorge zu überleben. Wir fliehen gemeinsam, Vater. Oder wir sterben hier. Ah, Dreckschwein, ey, du mich auch. Junge, einfach so aufgefangen. So nett. Bam. Stirb. Gefangen. Jetzt sind wir selbst schuld. Der hat mich die Wange geguckt. Oh, besiege Sinclair. Okay. Junge, es tut mir leid. Ich hab dich hier drin eingesperrt. Lamb lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Ich kann nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so weiterzuleben.
Ich würde dir den Code für dieses Tastenfeld ja verraten, wenn ich könnte. Es ist, als hätte Lem Mauern in meinem Kopf hochgezogen. Aber die Gefangenen hier kennen die Kombination vielleicht. Sieh in den Zellen nach. Oh. Und bitte beeil dich. Es macht einen fertig, dauernd so zu singen, noch dazu ohne Erlaubnis. Und ich vergesse langsam den Text. Sinclair hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst. Oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir müssen uns einfach an ihn halten. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Wenn er tot ist, nehmen wir ihm dann den Schlüssel ab. Du bist im Tunnel. So müsstest du irgendwie an mich rankommen. Hoffe ich jedenfalls. Komm mal nicht durch. Aber ich muss kurz einen Cut machen. Tut mir leid, Leute. Also den Sinclair machen wir dann im nächsten Part weg. Haut da rein.